Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Don't Starve Together. Anscheinend verhungert Yogi nicht, aber er stirbt. Oder ich verhungere nicht, servus. Ich habe Ultraschaden bekommen, weil mir auf einmal kalt war. Ja, weil du Eis rumgetragen hast. Ja, wahrscheinlich, weil ich pitschnass war und es spät wurde. Ich bin jetzt aber mal schnell noch, habe ich mir ein Feuerchen hingestellt. Das hat mich wieder etwas aufgewärmt. Ich muss da hoch, muss ich, okay. Kriegt man aus den Bären mehr, wenn sie größer sind? Nee, oder? Wie größer? Ja, manche von den Bären sind größer als andere. Nö, ich glaube nicht. Oh, verdammt. Ich glaube, du kriegst immer eine Bäre halt. So, ich muss aber ganz kurz hier einiges von unseren Bären essen, sehe ich gerade, weil ich verhungere. Du hast noch eine Mandrake, hast du gesagt? Ja, ich habe sogar zwei. Würde ich vielleicht sogar eine für mein Leben opfern. Wobei, wenn jetzt nicht irgendwas kommt, was uns angreift, geht es mir auch erstmal gut. Ja, aber ich habe aktuell habe ich 29. Ja, kannst du essen. So. Kann es sein, dass diese eine Baumart einfach nur Äste abschmeißt die ganze Zeit? Vielleicht. Das ist gut möglich. Wir haben davon auch einen in unserem eingezäunten Bereich. Nice. Oh, hallo Tree Guards. Wie geht's euch so? Lange nicht mehr gesehen, meine Freunde. Ihr weckt mich immer noch nicht. Kann das sein? Ja, das verstehe ich gar nicht. So, ich will jetzt hier mal so Steine reinschmeißen. Dann würde ich gerne mal eine Kiste machen. Dafür brauche ich Logs, richtig? Dafür brauchst du Boards. Da kann ich dir welche geben. Ich habe 10 Stück einstecken. Ich würde nämlich gerne noch eine Kiste haben. Ah, da bist du ja schon. Hallo. So. Dankeschön. Bitteschön. Das ist wahrscheinlich Struktur. Genau, da machen wir hier mal so Kistchen hin, hätte ich gesagt. Ein Kistchen und da mache ich mal die Thermaldinger rein und unsere Hasenohren, hätte ich gesagt. So, Spicksammeln. Irgendwas vergammelt da in der Kiste auch. Ist nicht gut. So, was gibt's denn Interessantes, was man hier mal machen könnte? Less poop on hands, more poop on plants. Nope. So, dann kochen wir mal eine Runde. Nope. Haben wir eine dedizierte Holztruhe kreieren? Nein, wir können aber durchaus eine daraus machen. Also ich glaube, bis jetzt war oben links die, wo Holz und Steine drin waren. Ah ne, da hast du jetzt Gems drin. Ich habe einfach alles komplett irgendwie rausgehauen, weil ich so viel Zeug hatte. Und ich bin mir noch nicht fertig mit Ausräumen. Ich hatte keine Zeit, ich musste dann Essen holen und hier... Ja, dann kannst du uns gleich auf jeden Fall nochmal eine zweite Dings bauen. Sollen wir vielleicht die Holzkiste hier unten hin machen? Dass wir so ein bisschen aufteilen. Dass wir direkt beim Feuer sind, das wäre gar nicht so schlecht, ja. Ja, dann tue ich sie direkt hier hin, wo das Ding ist, weil dann, haha, stören wir dich auch immer. Holz. Ja, wow, das ist viel Holz, ja. Ich habe jetzt auch mal Twigs reingetan. Ja. Man kann eine Marble-Bohne machen, also eine Bohne aus Marmor. Und da steht drunter Crow a Marble Forest. Soll ich das mal machen? Mach doch mal, warum nicht? Ich mach dann noch mal eine Kiste, die speziell für Stein ist, glaube ich. Ja, haben wir hier oben, glaube ich, aber schon. Ja, aber dann ein ziemlich viel Stein rein. Ist relativ voll. Ja, das stimmt. Also das war auch Holz drin, warte, das hole ich mal. Ja, ich habe noch 60 Flint. Brauchst du eigentlich noch die Mandrake? Ja, ich hätte sie gerne, aus dem einfachen Grund. Ich habe zwar noch 33 Leben, aber falls es soweit... Ja. Wobei, entweder soll ich sie jetzt nehmen oder... Notfall nehmen geht halt nicht, ne? Nicht, wenn du gerade mitten gejagt wirst, das ist richtig. Eben. Ich tu dir mal eine oben links in die Kiste rein, da sind auch die...
Da verlieren zum Beispiel jetzt die Thermalstones, verlieren jetzt Prozente. Warum? Ja, weil die aufgeladen waren wahrscheinlich. So, kann ich mit dieser... Also die Mantle ich kann diese Marmorbohne, kann ich Kiste. Klenten. Ich pflanze jetzt hier mal Marmor. Ich habe mal Marmor gepflanzt. Stale, Kitschy, Moose, Idle vergammelt hier. Oh, schade. Das kann man essen. In der Kiste unten rechts, genau. Ja, das macht mich zum Dings, zum... Ach so, okay. Das habe ich vorhin gemacht. Also musste ich eh aus Monster Meat machen, also... Selbst wäre es nicht vergammelt, wäre es vergammelt früher oder später. Was brauchen wir jetzt? Wir müssen eigentlich gucken, was müssen wir machen, damit wir eben den Winter überleben. Also auf jeden Fall diese Box, die wollten wir machen. So, dann gucke ich mal, was brauchen wir dafür. Ich sag mal so, ein Trying Rack könnten wir auch noch machen. Da kann man Fleisch trocknen. Grundsätzlich vielleicht kein schlechtes Ding. Ja. Hast du dich schon mal an die Icebox gemacht? Nein. Dann mache ich das. 2 Gold. Die habe ich, glaube ich, hier reingetan. Nein, die habe ich hier reingetan. Können wir irgendwie diese Käfer fangen? Dann brauchen wir einen Cut Stone. Wie komme ich denn an die Gears? Die sind Refine, gell? Ich habe die bis jetzt immer nur gefunden und ich sehe jetzt auch bei Refine keine Gears. Hm. Das ist ein bisschen unpraktisch, weil wir bräuchten nämlich davon eine, damit wir Ding machen können. Ja. Sonst kommen wir da nicht hin. Also ich sehe jetzt auch hier erstmal nichts, was uns direkt hart weiterbringt. Wir können bei Food gucken. All work and no play makes me want to chop some trees. Und wir können ja erstmal auch so einen Crockpot machen. Das brauchen wir da. Oh, ich habe noch mehr Holz einstecken. Was auch sonst, ne? Make better food. Brauchen noch. Waren hier Steine? Ja. Und dann brauchen wir endlich Seins. Gut, den stellen wir hier hin. Genau, da konnte man immer die 4 Sachen reintun, die dann irgendwas bringen. Oder auch nicht. Ja, genau. Egal, was du mit Fleisch gemacht hast, das wurde eigentlich immer Meatboards. Gefühlt. Seeds kann ich essen. Kann ich mir eine Seedsuppe kochen? Nein, die kann ich tatsächlich nicht reintun. So, was kann ich denn noch Sinnvolles machen? Die Salzburg für unseren Livestock. Wir haben keinen fucking Livestock. Wir könnten eine Buffalo, eine Rabbit Hutch. House of the Giant Rabbit and all his stuff. Ich weiß nicht, ob man sowas machen möchte. Wie mache ich denn Papyrus? Ich würde da nämlich so ein Cook-Ding machen. Was brauchen wir da? Cut Reeds. Papyrus brauchst du das Zeug aus dem Sumpf. Ha. Huh. Salty storage for your foodstuffs. Use an alchemy engine to build a prototype. So unten links waren die. Oh. Ja, du willst Bäume fällen. Das machen wir ja auch bald. Alles gut. Ich habe auch noch 11 Bärenbücher im Chester.
Jo, eine Runde Licht machen. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt großartig machen sollen. Bist du schon auf das Drying weggegangen? Nein. Haben wir erstmal den. Du hast Kohle gehabt, oder? Gemacht. Ja, ich habe Kohle. Das wäre jetzt auch. Das war auch bei Food, oder? Ja. Ja, weiter ich unten. Auch noch Seile. Habe ich Gras einstecken? Ein Gras habe ich einstecken. Ist aber nicht gesund. Ist rechts in der Kiste auch drin. Ich glaube, die zweite von rechts. Bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, hier. Das ist doch ein bisschen was. Dann refinen wir uns mal kurz zwei Seile. Und dann sollte ich in der Lage sein, ein Drying Rack zu machen. Ja. Wir könnten uns eine Angel noch machen. Dann können wir eine Runde angeln gehen und die können wir bestimmt da auch trocknen. Okay. Angeln habe ich eh noch nicht gemacht. Aber halt keine Hochseeangel. Da weiß ich nicht, wie man mit der umgeht, muss ich gestehen. So was ganz Neues. Sondern halt so. Matten! 84 und 35. Ich habe 40 Seeds, die werde ich jetzt erstmal verschnabulieren. Die bringen etwas. Nice. Nicht let's chop some trees. Ich weiß, du willst Trees choppen, aber wir müssen auch mal angeln vielleicht. Die Frage ist, wo war die Angel? Weit. Ich kämpfe mit dem Fisch. Nein. Ich meine, wir können auch noch so ein Dings bauen, so wo wir wieder ein Boot bauen können. Aber wir haben keine wirklich große Wasserfläche gefunden, oder? Unten ganz weit im Süden war eine. Ja. Und auf der anderen Insel rundherum. Aber da müssen wir durch möchtest den Wurm noch gehen. Möchtest du auch eine Angel machen? Dann gebe ich dir jetzt mal hier diese Spinnenweben. Dankeschön. Wo sind denn die Angeln? Ich meine, sie waren unter Survival, ja. Und es gibt die Fishing Rod und es gibt die Sea Fishing Rod. Aber du kannst eh nur eine machen. Da ist natürlich Stopp. Ja. Du könntest dir auch ein Käfernetz machen. Dann könntest du Kies fangen. Das ist nämlich auch da, sehe ich gerade. Dann könnten wir auf die Helme gehen. Genau. Also dann haben wir genug für beides, dass einer das, der andere das macht? Ich habe schon eine Angel gemacht. Ja, gut, dann gehe ich auf. Ich glaube, das sind die restlichen Spinnweben, die wir haben, die drei Stück. Ja, gut, dann gehe ich auf die Käferjagd. Ja. So, dann gehe ich jetzt mal gucken, ob ich uns ein bisschen Fischis besorgen kann. Ja, ich guck mal, wo ich dann uns so. Denk dran, deine Ohrenschützer mitzunehmen. Ist kalt. Das ist Winter, glaube ich, wenn ich mir so die Gegend hier angucke. So, wo ist denn hier der nächste Tümpel? Wenn ich in die Nähe des Feuers gehe, müsste der hier nochmal aufrocken, oder? Hier. Ja. Immerhin, wir kriegen Eis um uns. Hallo Bäume. Was sollten wir denn tun, wenn es jetzt im Notfall dann doch schief geht, dass wir erfrieren? Gibt es da irgendwie eine spontane Möglichkeit, was zu tun? Feuer. Einfach dann Feuer machen, okay. Ja, also eben als mir kalt wurde, war das so instinktiv, das was ich machen wollte, habe ich dann auch gemacht und dann ist mein Freezing-Effekt wieder weggegangen. Wissen wir das heißt, schon ein ja. Gebiet, wo es die vielen Käfer gibt? Nö. Also viele weiß ich jetzt nicht. Also wir hatten ab und zu mal Gebiete, in denen es welche gab, aber... Genau, ich glaube sogar bei uns habe ich welche gesehen. Kann halt sein, dass die im Winter gar nicht vorkommen, das weiß ich jetzt nicht. Ich werde jetzt mal keine... was ist das denn? Ich weiß nicht, was es ist, ich meine es mal. Wahrscheinlich wird es böse sein. Gib. Oh nee, das war nur Marble. Wir haben schon wieder diese blöden, arroganten Viecher direkt neben uns. Die Pinguinfixer? Ja. Also angeln geht halt hart klar. Ist das jetzt wirklich... vergammelter Hase. Oder ist es die Karotte, wie immer sein. Ich glaube, das ist die Karotte. Es ist vergammelt. Genau. Hallo Baummenschen. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich... Hallo? Arrogant. Nur wissen, wo ich Käfer finde. Ich will so ein Mining Head endlich mal haben. Also ich habe jetzt schon drei Fische. Nice. Ich
befürchte nur, wir müssen uns demnächst mal in den Kampf mit den Spinnen begeben, für mehr Spinnennetze. Weil 3 Fische heißt Angel ist bei 67%. Du brauchst Monster Meat, gell? Ah, das ist eh fast vergammelt, dann macht das keinen Sinn. Ich hab 2 Monster Meat, hab ich. Okay. Aber für was brauche ich die? Für deine Elch-Geschichte, oder? Ach so, ja. Ja, damit könnte ich auf... Aber meine Sanity geht halt da vollkommen in den Arsch. So, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen Bären unterwegs mitnehmen, dass wir nicht nur auf unsere verlassen müssen. Ja, das auf jeden Fall. Ich nehme jetzt aber dieses Radio mit. Nimm mal das Radio. Vielleicht kommt ja was Gutes. Ja. Vielleicht könnte man ja ein bisschen was an Mucke hören. Solange es nicht Dingenskirchen hier ist, wie heißt es gleich? Oh, mir wird kalt. Mir wird kalt. Wir bauen ebenfalls, hier ein Feuerchen. Ebenfalls. Ich kann kein Feuer machen. Du solltest dir Zeug haben, um Feuer zu machen. Ja, ich habe gerade einen Baum angezündet. Okay. Ja, wurde hier auch kalt, oder was? Ja. Ah, okay. Das ist dann so ein Tageszeitding vielleicht. Vielleicht, weil es dunkel wird. Ich nehme mir sicherheitshalber mal so einen Baum mit oder zwei. Ich würde jetzt mal so ein paar Fische. Kleines Feuerchen machen kann. Braucht 2, oder? Und das Gute am Feuer ist, es heizt halt auch den Thermalstone auf. Sprich, es ist so eine Win-Win-Situation. So, ich hole mir nochmal so ein paar von den Holzdingern. Da muss ich mir auf jeden Fall Pflänzchen mitnehmen. Gras. Ja. Komm, ich nehme mehr mit, weil mit seinen kleinen Kohle Haus. Ist. Oh. Verkackt habe ich. Ich hoffe ja, dass der Winter nicht 20 Tage ist wie der Frühling. Oder der Sommer oder was auch immer das war. Oh, aber, ihr seid nette klein. Nein, ihr seid rotärschig. Ich bin weg. Mating time! Krähen, die wollen nur deinen Hintern. Ah, mir wird wieder kalt. Das Schöne ist, die Angel verbraucht keine Prozente, wenn sie keinen Fisch fängt. Also verlierst du etwa 20%, doch 20% pro Angel. Nee, 15. Irgendwie sowas hast du gesagt, oder? Irgendwas Ungerades. Also ich hatte 67 nach 3 Fischen. Also 10, 11. Okay. 11 verliere ich. Pro Fisch. Ob ich den letzten dann nicht mehr einholen kann? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwas direkt in der Nähe, wo ich noch was holen könnte? Ich glaube nicht. Nee, ist unbekanntes Gebiet für mich. Ah, okay. Ja, da werde ich mich dann am nächsten Tag mal lang schlängeln da, weil jetzt großartig losziehen, glaube ich, nicht viel bringt, hätte ich gesagt. Ja, machen wir das Feuerchen nochmal groß, dass ich in Ruhe angeln kann, wenn es dunkel wird. Oh, oh, oh. Bisschen Abstand halten zu dem Gebüsch, was jetzt Feuer fängt wegen mir. Jetzt brenne ich. Ich war doch weit genug weg von dem Gebüsch. Arschloch. Geht weg, ihr Hände. Ich weiß nicht, von wo ihr kommt. Von da. Geh weg. Toll, jetzt ist mir zu warm. Ist da ein Punkt, wo ich an beide gleichzeitig erwische? Nee. Ich hab grad Schaden bekommen, weil mir zu warm ist, Kleon. Tja. Im Winter. Bist halt einfach nur empfindlich, das ist alles. Wo sind meine Seeds? Da sind meine Seeds. Dabei hatte ich meine Ohrenschützer noch nicht mal auf. Was lernen wir daraus? Man sollte Feuer nicht zu groß machen. Es könnte schmerzhaft werden. Geht weg! Geht weg! Das ist mein Feuer. Weg! Oh, Krion. Teil doch mal. Denen ist vielleicht auch kalt.
Und die sehen schon irgendwie so abgefroren aus, deren schwarzen Finger. Ja gut, das könnte ein Zeichen für Erfrierung sein. Moment, kann ich die ganzen vergammelten Blütenblätter jetzt für was nutzen? Was machst du mit denen? Verbrennen. Achso. So, gleich ist auch wieder Tag. Jo, aber was uns am nächsten Tag erwartet, seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten, euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Haut rein, bleibt gesund und bye bye.